Oha, Freunde, heute werden wir Mädchen klären in Roblox. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Ukri, seit wann klärst du ein Mädchen? Guck dich doch mal an, du siehst aus wie ein Pupshaufen. Ja, Leute, das habe ich auch gedacht und deshalb habe ich hart trainiert, damit ich der stärkste und crazyste, am besten aussehendste Typ auf ganz Roblox bin. Lasst ein Like da und ein Abo, falls ihr auch euren Crush klären wollt. Let's go, Freunde. Freunde, heute werden wir Mädchen beeindrucken in Roblox. Ja, ihr habt richtig gehört, Freunde. Wir müssen jetzt gleich Mädchen beeindrucken. Ey, Billy, bist du schon am Start, Junge? Weißt du, wie man Mädchen beeindruckt? Billy ist der Beste da drin. Okay. Alter, Billy, ich will mal sehen, wie du dieses Mädchen hier vorne beeindruckst. Fang mal an, Billy. Ja. Ich will mal deine Wrist-Skills sehen. Ach, ich kann schon sie beeindrucken. Yo, was? Alter, warte mal. Hat die sich gerade mit Billy verliebt? Ja, wie geht's dir? Jo, Leute, Alter, Billy hat ja voll den miesen Riss, Alter. Du hast voll den miesen Riss drauf, Billy. Ey, wie hast du es gemacht? Warte, genau so wie in Minecraft. Du musst einfach richtig cool sein und nicht so cool sein wie du, Okri-Pupsi. Hä? Wie viel Riss hast du schon? Du hast schon, was? Der hat schon 1410 Riss-Power? Ich habe erst 0 Riss-Power. Hey! Warte mal, ich muss trainieren, Leute. Das liegt, weil du Noob bist. Was passiert, wenn man Cola trinkt? Warte mal, finden Mädchen das cool, wenn du Cola trinkst? Hast du dann einen krasseren Riss oder was? Du kannst dann, weil Cola, weißt du, die gibt Energie und damit kannst du trainieren. Ah, mit Cola kriegst du Energie und kannst trainieren. Ey, let's go, Junge. Let's go, Digga. Guck mal hier. Ich mach mal einfach extrem an. Zack. Kann gleich schon Della Risen. Leute, ich krieg das gar nicht hoch, Leute. Ich bin viel zu schwach dafür. So, hier, das krieg ich schon hoch. Easy one. Bam, ich Alter. Ich wär gleich einfach Della und krieg du. Krieg ich das hoch? Oh, ich bin zu schwach dafür. Was? Oh, ich muss mehr trainieren. Ey, warte mal, Billy. Ich versuch mal, die Folie hier zu risen. Faye, was geht ab? Ey, Leute, guck mal, ihr müsst einfach euch so vorstellen. Faye ist einfach so das Mädchen, was, glaube ich, nicht so schwer ist zu risen. Und Leute, aber Ukri, nach ich riss sie jetzt. Was? Danach wird's immer schwerer. Hier gibt's einmal Lisa, einmal Della, einmal Princess und Angel. Und Angel erscheint das Mädchen, was einfach, Alter, das ist am schwersten zu beeindrucken, Freunde. Und das hat einfach Wrist-Power von, Alter, du brauchst so eine krasse Wrist-Power. Eine 500.000 Wrist-Power brauchst du, um die zu beeindrucken. Was, Alter? Ey, okay, ich hab's geschafft, Della zu risen. Ey, Billy, weißt du was? Ich werde vor dir noch Angel risen, Leute. Vertrau mir. Und ich werde vor dir es in die nächste Welt schaffen. Ey, was denkst du, was für Mädels in der nächsten Welt sind, die wir beeindrucken müssen? Junge, Alter, Leute, was ist das für ein Simulator? Okay, wir versuchen mal hier Fade zu beeindrucken. Hä? Achso, wir müssen jetzt anscheinend mit jemandem um sie kämpfen. Junge, nimm das, Alter. Ich bin viel. Ey, guck, sie mag mich viel lieber. Und zack! Ich hab weggekickt. Lol, sie hat ein Herz mir geschenkt. Ich hab's geschafft. Ey, Freunde, okay. Ich hab sie einfach beeindruckt. Hast du es gesehen? Jetzt hab ich. Lol, ich hab jetzt einfach Herzen bekommen. Und was kann ich mit dem Herz machen? Hast du auch schon bei Nelly gerissen? Nelly? Ey, Billy, jetzt komm mir bitte nicht so, Junge. Ich weiß nicht, was das für ein Simulator ist. Aber anscheinend können wir hier trainieren mit Energie. So, zack, hier. Ich mach hier einfach den. Oh, Leute, das ist einfach Latt. Das ist einfach für den Latt, Leute. Lattzug, Alter. Aber irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Zack, 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 zack. Ey, wir können sogar am Glücksrad drehen. Lass uns am Glücksrad drehen. Vielleicht kriegen wir was richtig Krasses. Vielleicht der dreht an den Gucke. Ey, was können wir eigentlich mit den ganzen Herzen gewinnen, Billy? Gar nichts. Doch, Billy. Kannst du eigentlich. Ich mach mal hier vorne, mach ich mal hier. Boom, zack, paar Mal Spin, Leute. Was haben wir bekommen? Ein paar Herzen, okay. Ey, wir müssen was richtig krass bekommen. Jo, wir müssen dieses Haus hier bekommen. Ey, wir müssen dieses Riss-Haus hier bekommen. Mit dem haben wir den krasseren Riss. Alter, siehst du das? Ich hab gleich 10.000 Power. Crazy, ich kann noch einmal drehen. Okay, let's go, lass uns noch einmal drehen. Und ich hab 10.000 Power, schau mal. 10.000 Power, was? Alter, ich hab erst 100 Power, dein Ernst? Junge, warum bist du so krass? Alter, ich weiß, warum du krass bist. Du hast hier die ganzen Geschenke bekommen. Okay, hier drei Herzen eingesammelt, Energie, 500. Oh, richtig krasse Tränke und alles. Alter, crazy. Junge, Alter, Freunde, wir sind so krass. Wir sind jetzt auch schon fast bei 1.000. Hier kann man Beine trainieren. Okay, lass uns mal Beine trainieren, Freunde. Okay, das gibt auch nur 4 plus. Ey, Freunde, wir müssen irgendwie mehr Power bekommen. Mehr Wrist Power. Wie kriegen wir mehr Wrist Power? Vielleicht, wenn wir hier oben einen Klimmzug machen? Nee, auch nicht. Hä? Leute, Junge, Alter, wir kriegen einfach keine. Freunde, wir werden einfach nicht stärker. Das dauert viel zu lange. Wir brauchen ein krasses Haustier. Okay, man kann hier vorne sich Haustiere kaufen. Mit Herzen. Ah, okay, Freunde, lass uns mal hier vorne ein krasses Haustier kaufen. Was geht es eigentlich heute? Bro, du musst die Mädchen beeindrucken. Du musst die Mädchen beeindrucken. Ich beeindrucke immer was anderes. Warte mal, du beeindruckst Jungs? Was? Nein! Okay, Billy, also, weißt du was? Ich öffne hier gerade Eier und ich habe hier gerade zweimal den Elefanten bekommen. Und anscheinend ist der Elefant, Junge. Mit dem Elefanten kann ich denn die Mädchen wahrscheinlich beeindrucken, weil der so süß ist. Okay, Freunde, ich muss nochmal hier öffnen. Bitte was Krasses. Ich habe ja schon zweimal was Episches bekommen. Eigentlich voll groß. Oh, eine Katze? Ey, eine Katze ist doch eigentlich voll süß. Damit muss ich doch safe die Mädchen beeindrucken. Aber der Elefant ist krasser. Ey, Freunde, ich glaube. Okay, der heute gewinnt, der bekommt 100.000 Robux.
Junge, übertreibst du nicht, Alter. Bini, bist du verrückt? Auch ich habe so viel Geld und deswegen können wir es auch so machen. Oh. Hey, guck mal, wie easy ich es geschafft habe. Alter, ich habe sie direkt beeindruckt mit dem Elefant. Hä, wie krass. Wie viele Herzen hast du? Sag mal. Ich habe 26. Denkst du, ich kann hier schon Lisa beeindrucken? 26? Alter, ey, Leute, guck mal hier, ich kann Lisa auch schon beeindrucken. Sie hat mir auch ein Herz geschenkt. Ey, rat mal, wie viele Herzen ich habe. Ich weiß, warum du so viele hast, weil umso weiter man bei einem Mädchen kommt, umso mehr Herzen schenken die einem. Guck mal hier, Angel schenkt einem einfach 600 Herzen und hier Lisa, habe ich einfach von ihr, habe ich gerade 5 Herzen bekommen. Also Faye hat mir nur ein Herz die ganze Zeit gegeben. Wisst ihr was, ich probiere jetzt mal auch Della zu beeindrucken. Mal schauen, Oh, Alter, ihr freut es ja richtig krass. Okay, ich muss gegen ihn kämpfen. Nein, er hat mich hops genommen. Alter, ich habe es nicht geschafft, Della zu beeindrucken. Leute, ich muss mehr trainieren, um Della zu beeindrucken. Junge. Wie kann ich sie am besten beeindrucken, Freunde? Aber mit den Herzen hat sich eigentlich nur diese hier Dinger holen, diese Eier. Ja, man kann sich natürlich die Eier nur mit den Herzen holen, hä? Oh Mann, ich hab nur 370. Hier kann man sogar Boxsack trainieren, Alter. Let's go, mach ich jetzt. Boom, boom, boom. Oh, ich krieg richtig viel Plus, weil ich die Haustiere habe. Hä, Freunde, guck mal, wie schnell ich jetzt Plus bekomme. Die Haustiere sind richtig OP. Die geben mir viel mehr Wrist-Power. Leute, guck mal, ich werde immer stärker. Und umso stärker man wird, umso mehr kann man die Mädchen beeindrucken. Und Leute, schaut mal. Bam, Alter, crazy. Ich werde richtig stark. Ich bin richtig stark, schon 2000. Kann ich hier schon auf Extrem trainieren? Oha! Ich trainiere auf Extrem, Leute. Hey, ich kann das einfach machen, Alter. Guck mal, ich bekomme hier einfach, wenn ich auf Extrem trainiere, 100 plus. Es ist ja richtig OP, Freunde. Oh, okay, du bist zu schwach für mich. Aber man kann auch immer nur so lange trainieren, solange man Energie hat. Wenn man keine Energie mehr hat, dann kann man nicht mehr trainieren, ne? Also man muss immer trainieren, Leute. Immer die Cola trinken für Energie. Okay. Ich esse lieber Brot. Das mögen die Mädchen mehr. Nein, sag mir nicht mal. Lol, man kann hier sogar für. Man kann sich krassere Sachen kaufen. Zum Beispiel Donuts. 10.000 Stück habe ich mir Brot geholt. Und Donut gibt jetzt noch mehr Energie. Oh Mann, das hätte ich auch. Alter, das hätte ich auch machen sollen die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit Cola getrunken. Die hat mir nicht so viel Energie gegeben. Und Donut gibt jetzt schon mehr Energie, Freunde. Was können wir hier noch alles machen? Also, Pets haben wir schon. Okay, können wir uns vielleicht ein krasses Pet kaufen, Freunde? Sollen wir ein bisschen reincheaten? Yo, Alter. Hier ist ein richtig krasses Pet. Sollen wir uns das kaufen, Freunde? No way. Okay, sagst du da hinten was? Nix, Billy. Leute, ey, ich glaube, wir cheaten ein bisschen rein. Lass uns mal hier vorne. Hey, Leute, ich weiß nicht, sollen wir uns hier richtig krasses Pet kaufen? Die ist für 600, Alter. Weil die hier... Aber das kostet einfach 600 Robux, Alter. 600 Robux, Junge, seid ihr verrückt? Okay, Freunde, wir machen es, Leute. Wir machen es, damit wir hier die ganzen Mädels abrissen. Und let's go. Mit diesem Haustier nehmen wir jetzt alles hops. Yo, wie krass sieht das aus? Yo, warte, ich muss mir das anschauen. Alter, dafür alle mal ein Like da lassen. Aber ganz schnell, Freunde. Alle Like da lassen und ein Abo in 3 Sekunden, Freunde. 3, 2, 1. Schaut, wie krass das aussieht. Wow. Es gibt uns 500 Plus. Ich habe fast alle meine Pets verloren. Billy, dein Ernst? Alter, aber wie viel Energie hast du gerade? Zeig mal her. Energie? Du hast null Power! Über 2000, du hast oder? Null Power, hä? Oh. Warum hast du null Power? Warte, das wird sich schnell ändern. Warte nur kurz. Du hast eine Wiedergeburt gemacht, nein, oder? Wer weiß? Was passiert, wenn man Wiedergeburt gemacht, Bro? Ich probiere das aus, Freunde. Und hier haben wir noch ein Pet bekommen. Lol, Alter, das können wir auch direkt aus. Das ist auch voll krass. Ey, Freunde, wir werden so OP. Okay, ich habe jetzt wieder mehr Power als du. Ich mache mal Wiedergeburt. Ich habe jetzt auch Wiedergeburt gemacht. Nein, ich fange jetzt auch von null an. Aber weißt du was? Ich habe richtig viel Energie. Und Leute, ich habe richtig krasse Pets, womit ich die Mädels beeindrucken kann. Und jetzt lass uns mal schauen, wie viel wir Plus bekommen, wenn wir trainieren. Komm, wir trainieren jetzt unseren Rücken und bam, extrem, Leute. Yo! Was? Wir bekommen 30.000 Plus, Junge. Niemals. Was hast du gesagt? Billy, schau mal, wie viel Power ich habe. Yo, 120.000 Plus Power. Okay. Wie hast du das gemacht? Alter, lass uns mal schauen, wie viel wir hier Plus bekommen. Und? Komm schon, schaffen wir es? Yo, 48.000 plus was? Alter, niemals. Ey, wisst ihr was, Freunde? Was ich jetzt erstmal damit machen werde, bevor wir jetzt die ganzen Mädels hier... doch. Nein, was für Cheaten? Ich würde niemals cheaten, Junge. Was redest du? Ich kaufe mir hier vorne einfach einen Coffee, Leute. Und der Coffee ist richtig krass. Der gibt uns richtig viel Energie. Schaut, boom, let's go. Und jetzt, Freunde, werde ich mit diesen richtig krassen Pets einfach hier die Prinzessin beeindrucken. Warte mal, eben habe ich ja Della nicht geschafft zu beeindrucken. Aber jetzt nehme ich dich hops, Alter. Komm, ich werde über sie kämpfen. Und guck mal, wie schnell ich es geschafft habe, Alter. Hä? Ich bin einfach der Beste. Ich kann direkt in die nächste Welt. Ey, ich bin so krass, Leute. Ich bin so krass. Schaffe ich es, die Prinzessin zu beeindrucken? Ja, nimm das, Alter, du komischer DJ. Oh, ich habe sogar ein Herz von ihr erhalten. Guck mal, wie viele Herzen die uns gibt. Let's go, Alter. Wir sind so OP, Freunde. Wir sind so OP. Wir müssen jetzt nur ein bisschen trainieren. Dann nehmen wir alles hops.
Junge, krass, Alter. Uri, was hast du eigentlich dort für Pet? Ich krieg ein krasses Ei. Ich krieg ein krasses Ei. Lo, ich hab eine 11 bekommen. Und da gibt's so richtig viel. Uri, was hast du da für Pets? Was ich für Pets hab? Ja, richtig krass halt, hä? Was für eine Frage? Aha, Billy, Alter. Okay. Boom, guck mal hier. Yo, wie viel krieg ich plus, Alter? Junge, verrückt. Alter, guck mal hier, 7000. Junge, wie viel krieg ich bitte sehr plus? Alter. Ich hab jetzt auch ein cooles Pet bekommen. Alter, wie krass ist das denn? Warte mal, ey, ich seh, was hast du da für ein Pet? Guck mal, mein Pet, Alter. Guck mal, einfach Solis. Ey, Leute, weil Billy weiß, dass ich hier reingecheatet habe, Junge. Ich hab so reingecheatet. Mann. Schau mal hier an. Schau mal, was für ein Pet da. Jo, und ich kann hier, ich kann hier einfach, ich kann einfach Sit-Ups machen, Leute. Komm, zack. 59.000 plus, Junge. Oha, Leute. Oha. Okay, ich kann ey, ich bin gleich so stark, Leute, dass ich einfach hier Angel abrisen kann, Leute. Ach so, Pups, ich kann einfach, ich kann einfach Angel gleich beeindrucken, Freunde. Und ich schaffe es gleich. Okay, ich habe genug, Leute. Ey, Billy, schau mal, was ich kann. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Billy. Ey, Freunde, ich habe den Simulator durchgespielt. Ich habe den Simulator durchgespielt. Ich kann hier, ich habe jetzt gegen Faye habe ich beeindruckt. Lisa habe ich beeindruckt. Della habe ich beeindruckt. Prinzessin habe ich beeindruckt. Und jetzt. Oh, ich bin so viel krasser als du, Uki. Du bist nicht krasser als ich, Billy. Und jetzt ist Angel dran, Freunde. Und schaut mal. Wie Wrist Power man braucht, um sie zu beeindrucken. Man braucht einfach 468.000 Stärke. Und Leute, wir haben ja einfach gerade schon 645.000 Stärke. Deshalb, Leute, let's go. Wir versuchen jetzt, sie zu beeindrucken. Wir müssen gegen diesen Typen hier vorne kämpfen. Nimm das, Alter. Boom. Komm schon. Ich werde sie beeindrucken. Und bam, weg mit dir. Jo, ich habe jetzt so viele Herzen bekommen. Alter, let's go. Ich habe es geschafft, Junge. Ich habe es geschafft, Alter. Boom. Ey, Billy, ich habe einfach gerade die krasseste beeindruckt. Die allerkrasseste Angel. Ich glaub dir nicht. Ich hab's geschafft, Junge. Ich hab's geschafft, Alter. Ich hab's geschafft. Alter, ich nehme hier alles hops im Simulator, Freunde. Im Mädchen beeindrucken Simulator, Junge. Was ist für ein Simulator? Man muss einfach ein Mädchen beeindrucken. Bam, Junge. Aber ich bin natürlich richtig krass da drin. Und ich habe schon wieder 600 Herzen erhalten. Und wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt damit mal das krasseste Ei von allen. Hier vorne können wir ein Ei für 500 ziehen. Lass uns das mal machen. Vielleicht kriegen wir ein richtig krasses Pet raus. Komm schon, Freunde. Und ankommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab nichts Gutes bekommen. Bekommen, das ist der Pinguin. Ey, Junge, Billy, und ich habe gerade so viel ausgegeben und der Pinguin ist nicht mal so gut. Aber egal, der ist nicht so schlecht, Freunde. Also, ey, Billy, weißt du, was ich jetzt machen kann? Ich kann in die nächste Welt rein, Junge, let's go! Was? Oh nein, kann ich doch nicht. Was, Leute, für die nächste Welt brauche ich einfach 15.000 Herzen. Das heißt, ich muss jetzt überholen. Du wirst es eh nicht schaffen, Billy, Junge, ich bin so krass geworden. Wie willst du das machen? Ich bin einfach richtig krass geworden, Alter. Boom, und kommt schon, Leute. Hoch, zack, let's go. Alter, bin ich heftig. Ey, aber wisst ihr was? Deine Hose ist das. Nicht lustig, Billy. Nicht lustig. Selber. So, wir holen uns jetzt mal die Pizza. Die gibt uns noch mehr Energie. Wir trainieren ein bisschen, Freunde. Und dann werden wir richtig oft gegen die gewinnen. Gegen dieses eine Angel-Mädchen. Und dann bekommen wir ganz viele Herzen von ihr, Freunde. Wenn wir sie beeindrucken. Und dann können wir in die nächste Welt, in die World 2. Ey, Leute, ich werde den Simulator komplett heute durchspielen. Let's go. Yo, Alter, Leute, wir haben jetzt einfach schon 1 Million, Junge, 1 Million Wrist-Power, Leute. Wir sind richtig stark geworden und die Pizza gibt uns doch mehr Energie. Und jetzt werden wir richtig oft gegen Angel gewinnen. Ey, warte mal, Billy, kannst du Angel nicht beeindrucken, oder? Du bist doch nicht so gut wie ich. Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Angel ist so stark geworden. Aber, ey, aber Billy, nicht schlecht, Junge. Du kannst sogar schon Prinzessin beeindrucken, okay? Okay, ja, nicht schlecht. Voll auch gleich. Ich werde jetzt richtig oft gegen sie gewinnen, Freunde, und da kriege ich 15.000 Herzen. Du hast 1,3 Millionen Power. Oh ja, natürlich, Junge. Ich bin richtig heftig, Alter. Du cheatest. Hey. Niemals würde ich cheaten, Junge. Okay, Freunde, wir sehen uns wieder, wenn ich in die nächste Welt kam. Yo, Alter. Ich bin die gerade so oft am besiegen, Freunde, ne? Let's go. Let's go. Okay, wisst ihr was, Freunde? Ey, ich muss jetzt noch einmal besiegen und dann habe ich die Herzen, um in die nächste Welt zu kommen. Freunde, nimm das, Alter. Ich werde sie nochmal... warte mal, ich back rum. Ich back rum, nein. Ich back rum, Billy. Was mache ich jetzt? Oh, Freunde, ich muss kurz hier wieder reingehen. Ah. So, let's go, Freunde. Ich habe 27.000 Herzen sogar. Billy, schau dir das an. Schau dir das an. Ich gehe in die nächste Welt. Mal schauen, was für Mädels mich noch erwarten. Ich beeindrucken muss. Was? Boom. Lol. Okay, dort vorne sind die Mädels. Mal schauen, was dort für Mädels sind. Yo. Ist das denn so eine grüne Welt? So ich will eine blaue Welt, Freunde. Ich mag die Farbe grün nicht so. Okay, hier ist Sylph. Ja, grün ist auch eine coole Farbe. Lass uns mal anschauen, wie die aussieht. Okay. Hm. Die müssen wir also beeindrucken als erstes. Danach kommt hier, Undine? Undyne? Okay, Freunde. Müssen wir immer bewerten in den Kommentaren. Von einer 1 bis 10. Wie findet ihr die Mädels, Leute? Ernsthaft? Das sind einfach Arme, die müssen wir beeindrucken. Und hier ganz am Schluss kommt... Junge, wie sieht die denn aus, Alter?
Hier kommt Galadriel. Alter, was sind das für Leute? Hier, Leute, ey, das sind voll die komischen Mädchen. Die haben einfach alle grüne Haare und so. Okay, egal, wisst ihr was? Wir müssen trainieren, Leute. Um ihn zu beeindrucken. Let's go. Uhu, boom. Okay, zack. Billy, warte mal. Du musst jetzt die ganze Zeit in der anderen Welt warten. Und du kommst hier eh nicht in die nächste Welt, oder? Ich bin viel krasser als du. Nee, komm ich nicht. Ah, du schaffst es nicht, Junge. Alter, du bist einfach viel zu schlecht. Okay, Freunde, lass mal schauen, wie viel die hier. 3 Millionen brauchen wir, um die zu besiegen. Wir versuchen heute auf jeden Fall noch Galadriel zu beeindrucken. Mal schauen, ob wir es schaffen werden, Freunde. Mal schauen, ob wir es schaffen werden. Lass mal uns ein Ei hier vorne holen für 7.500. Mal schauen, vielleicht bekommen wir was richtig Krasses, Freunde. Und wir haben einen Hund bekommen. Ist der gut? 8 plus, okay. Let's go, wir rüsten den aus, Freunde. Gar nicht mal so schlecht. Und jetzt sammeln wir Energie und trainieren ganz viel, Freunde, um Galadriel zu... warte mal, wir müssen was anderes machen, bevor wir trainieren. Wir müssen Energie sammeln. Nein. Wir sammeln ein bisschen Stärke, Leute, um dann uns noch einen krasseren Energieschub zu holen. Weil Pizza gibt viel Energie, aber wir holen uns noch was Krasseres als Pizza gleich. So, Freunde, wir haben genug Stärke, um jetzt wieder zurück. Wir müssen wieder, glaube ich, zurück in die andere Welt. Ey, Billy, komm zurück in die erste Welt, Junge, du kleiner Noob, Alter. Ich will dich besuchen, Junge. Ich bin schon ganz Zeit in der ersten Welt. Weißt du was? Ey, denkst du, warte mal, Billy, denkst du überhaupt, Simlucky hätte eine Chance, um mein Mädchen zu beeindrucken? Niemals, oder? Das war viel zu... Er könnte niemals das erste Mädchen beeindrucken. Okay, ey, weißt du, woran mich das erinnert? An deinen Diss-Track. Oh, stimmt. Am 1. November, Freunde, kommt auf meinem Ukri-Kanal einfach ein Diss-Track, Leute, gegen Simlucky. Junge, der wird so krass, Alter. Ich werde ihn komplett hops nehmen. Jetzt würde ich sagen, zurück in die zweite Welt, Freunde. Und jetzt habe ich einfach den Hotdog und ich kriege noch mehr Energie dadurch. Das ist sehr gut. Und jetzt, Freunde, trainieren wir. Immer weiter, Leute, immer weiter. Wo können wir richtig krass Stärke bekommen? Was ist das Beste, um Stärke zu bekommen? Wie viel gibt hier einen Klimmzug, Leute? Lass uns mal anschauen. Und Klimmzug gibt wie viel? Kommt schon. Zieh, Bro. 120.000. Okay, lass uns Klimmzüge machen. Die sind krass. Die sind krass, Freunde. Let's go. Wir trainieren jetzt richtig viel, um die krasseste aus dieser Welt zu besiegen, Freunde. Oder halt beeindrucken, ne? Let's go, Freunde. Ey, ich habe so krass trainiert. Ich habe einfach 24 Millionen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man so viel erreichen soll. Alter, 37 Milliarden? Hä, wie soll ich das erreichen, Freunde? Das werde ich doch niemals schaffen. Ich glaube, man muss hier richtig krasse Haustiere dafür haben. Okay, aber wisst ihr was? Wir versuchen es jetzt mal gegen das erste Mädchen aus dieser grünen... ich habe das Gefühl, das ist so eine Elfenwelt oder sowas. Zu gewinnen, Leute. Und wir versuchen, sie zu beeindrucken. Komm her, nimm das, Alter. Boom, hä? Einfach, ich habe es geschafft, Alter. Einfach weggeklatscht. Junge, safe, ich habe sie beeindruckt, Freunde. Und ich habe einfach richtig viele Herzen bekommen. 3000 Herzen von ihr. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir mal, hier Andine zu beeindrucken. Schaffen wir es? Nein! Er ist so krass. Er ist so krass. Ja, wir haben es nicht geschafft. Sie mag uns nicht, Freunde. Ey! So, was spiele ich denn heute in Roblox? Am meisten ansprechend? Nee, gefällt mir nicht so. Okay, für dich empfohlen. Klingenball. Oha, spielen fast 200.000 Spieler. Nee, mal schauen. Oh, was ist das denn? Exklusiv für Nutzerinnen über 17 Jahre? Oh. Okay, Freunde. Genau um diesen Modus geht es heute. Nämlich sieht man hier einfach in Roblox exklusive Spiele, die nur für Leute gedacht sind, die über 17 Jahre alt sind. Und ich bin echt gespannt, was das für Spiele sind. Aber anscheinend spielen das nicht so viele. Das heißt, ich glaube, es gibt nicht mal so viele Leute, die diese Spiele spielen. Ich würde sagen, lass uns direkt in das beliebteste Spiel reingehen. Bei diesem Roblox-Spiel muss man einfach sein Alter verifizieren, weil es erst ab 17 Jahre alt ist. Okay, ich verifiziere kurz mein Alter, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir haben unser Alter verifiziert und jetzt würde ich sagen, boom, gehen wir direkt in das Spiel rein. Alter, man muss halt wirklich sein Alter verifizieren, alles. Mal schauen, was uns jetzt erwarten wird, wenn das so streng ist. Oh, okay, hier sehen wir schon eine nette Dame. Was macht sie denn hier? Okay, sie ist ein bisschen sass angezogen, Leute. Okay. Was ist das hier? Ist das etwa ein Club oder sowas? Ein Nachtclub? sagt mir nicht, man kann hier Drinks trinken. Was zum Geier, Leute? Was ist das? Eine alte Oma? Oh, Igitt, Mann. Igitt, Leute. Okay, lass uns hier hinsetzen und einfach einen Drink trinken. Lass uns mal den Ton anmachen. Was hören wir hier? Hören wir hier irgendwelche Musik? So, Leute, wir trinken was und... Yo, mir wird schwindelig. Junge, was geht hier ab, Alter? Mir wird schwindelig. Ich trinke einfach weiter. Und ich glaube, man kann hier sogar reden mit anderen, oder? Ich glaube, man kann hier sogar reden mit anderen. Mir wird immer schwindeliger. Junge, Junge, Junge. Makayla. Boah, wie sieht die denn aus, Digga? Alter. Okay, man kann richtig krass nicht betrinken und dann einfach jemand... Alter, Leute, aber macht das nicht in Real Life. Das ist ganz... Oh. Wir sind bewusstlos geworden. Was höre ich da im Hintergrund? Was ist das denn? Ach du Kacke. Wir haben uns so betrunken, dass wir einfach bewusstlos geworden sind. Ey Leute, das auf keinen Fall nachmachen.
in Real Life. Was geht hier ab, Junge? Wow, wow, wow. Okay, jetzt geht's mir wieder gut. Okay, jetzt geht's mir wieder gut. Okay, das ist anscheinend das Spiel hier. Und das soll Spaß machen? Bro. Digga. Was ist das? Warum geht man in Robux in einen Club und betrinkt sich in einem Spiel? Das macht überhaupt keinen Sinn, Freunde. Alter, was macht das? Das macht einfach absolut keinen Sinn. Hier kann man sich überall hinsetzen und so. Lass mal schauen, was die hier alles in den Chat schreiben. You do your voice is so cool. Go say hi now. Warte, Leute, warum? Warum geht man in einen Club in Roblox? Und warum chillen die dort zusammen? Und warum trinken die dort? Was ist los mit denen, Leute? Oh Mann, also wirklich. Besser in Roblox Alkohol trinken, anstatt in Real Life, sage ich ganz ehrlich, Freunde. Weil Alkohol ist nichts Gutes und das sollte niemand machen, Leute. Das ist echt nicht gesund. Und das macht einen einfach nur kaputt, Leute. Deswegen immer Finger davon weg. Generell von solchen Sachen. Und, Alter, was ist das denn hier? Restroom gibt es hier? Okay, hier kann man... Okay, hier ist eine Toilette. Stell dir vor, ich gehe jetzt hier rein und hier ist jemand auf der Toilette. Okay, was kann man hier noch so sehen? Oh, kann man hier tanzen? Lay down? Wow, ich kann liegen. Okay. Okay, ey, ich will wieder aufstehen. Wir müssen tanzen, Freunde, im Club. Let's go! Was gibt's hier? VIP? Ey, da kann ich gar nicht rein. Sind da welche? Jo, da sind welche. Was geht ab? Okay, wir können aber reinschauen. Leute, was geht ab, Junge? Warum sind die alle so gekleidet, Leute? Abbrechen. Was geht ab bei der? Jo! Warum hat die nur ein Bein? Alter, das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Und wer ist er, Junge? Wer ist er? Warum ist der Typ komplett betrunken und nackt? Ist der nackt oder hat der... Hä, der sieht nackt aus, Leute. Okay, wir gehen hier schnell weg. Wir müssen eigentlich ganz schnell raus aus dem Spiel. Ey, ich bin echt gespannt, wie man eigentlich reden kann. Aber eigentlich müssten hier alle einfach über 17 Jahre alt sein. Das ist eigentlich schon krass, oder nicht? Und hier ist einfach ein Monkey. Junge, wie kann ein Affe über 17 Jahre alt sein? Was zum Geier, Leute? Jo, der geht's auch gar nicht gut. Jetzt bist du zu viel getrunken, Freunde. Jo, die ist einfach umgefallen. Ja, okay, sowas, so dürft ihr nicht enden, Freunde. Ich würde sagen, Junge, was kommen hier für Leute rein, ja? Das macht der... Die kommen halt wirklich in den Roblox-Club. Was geht da draußen ab? Ja, moin. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier ganz, ganz schnell raus. Lol, was ist das denn hier vorne? Ich kann einfach in einen anderen Laden reingehen. Hä, wie geil. Das ist einfach ein Leben in Roblox, Leute. Lol. Okay, das war das erste Spiel, was wir uns angeschaut haben. Keine Ahnung, was das sollte, Leute. Habe ich gar nicht gecheckt. Einfach trinken in Roblox macht überhaupt keinen Sinn. Hier vorne haben wir das nächste Spiel, was auch super beliebt ist bei diesem über 17 Jahre alten Modus. Mal schauen, was es hier drin ist, was hier es gibt in diesem Spiel. Neighbors heißt das. Day One. Was soll das denn sein? Okay, komm, ich will starten. Hä? Okay. Searching for Neighbors. Okay, wir suchen jetzt nach Nachbarn. Hi. Ah, was soll das sein, Leute? Hä, ich check das gar nicht. Hi, was geht ab? Können wir reden hier oder sowas? Warte mal, das ist Omegle in... Warte mal, jetzt check ich, was das ist. Das ist Omegle oder OmeTV, falls ihr das kennt, in Roblox. Man kann hier einfach mit Leuten reden. Add me. Hi. Warte mal, man muss Geld bezahlen, um mit den Leuten hier zu reden. Junge, was ist das, Leute? Das macht gar keinen Sinn. Okay. Pause. Start. Ich check das gar nicht, Leute. Hä? Hä? I don't wanna live anymore. What the? Ey, okay, Freunde. Junge, wir reden hier einfach mit Leuten wie bei OmeTV. Aber das einzige Problem ist, um zu schreiben, muss ich einfach bezahlen, Freunde. Was zum Geier? Okay, lass wir ganz schnell wieder rausliefen. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich check gar nichts. Einfach OmeTV in Roblox. Oder warte mal. Warte mal. Wer hat das denn gemacht? So. Ey, ich check... Okay. Ich kann hier anscheinend auch rumgehen. Hallo? Was ist das denn? Das ist irgend so ein Furio oder sowas, Leute. Hi. Ah, der schreibt hier mit mir, oder? Hi. Hallo. Hallo. Oh, und weg bin ich. Yo, wie sieht die denn aus? Oh nein, ich hab Angst. Ich lief ganz schnell. Ciao, ciao. Boah, die war echt breit, Leute. Ich hatte ein bisschen Angst vor der. Okay, lasst uns in den nächsten 17 Plus Spiel reingehen. Guck mal, ich mach das für euch, Freunde. Ich will mir das gar nicht geben, Junge. Das ist voll schrecklich, aber... Falls ihr da noch nicht reinjoinen könnt, ich zeige euch, was es hier alles gibt, Leute. Und bisher, ich bin komplett verstört. Mal schauen, ob ich noch am Ende dieses Videos komplett traumatisiert bin, Leute. Ich gehe jetzt in the Bar rein, starten. Was gibt's hier, Leute? Will it bring me back my wife? Will it... Was hat er gesagt? Sollst du mich zurückbringen? Meine Frau? Hä? Warum hat er einen schwarzen Ritter-Backbling von Fortnite? Okay, interessant. Ich setze mich mal auch hier an den Tisch. Ich schreibe mal Hi. Was geht ab, Junge? So, gib mir Essen. So, nimm das.
Ich will einen Drink. Ich will einen Drink. Ne, zack, zack. Schießen. Schießen. Aua. Hilfe. Was geht hier ab? Und was der eine Typ da vorne schreibt, ich check gar nichts, Leute. Also ich bin komplett verstört, ne? Bin komplett verstört. Lass uns mal der einen hier folgen. Was macht die hier? Die können Klavier hier vorne spielen, oder was? Und singen, oder wie? Hallo? Kann ich auch Klavier spielen? Nö, kann ich nicht. Was geht bei dem ab? Ich habe 5000 Euro verloren beim Casino. Okay, das tut mir ein bisschen leid. Okay, ich würde sagen, ciao, ciao, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich guck mir das nächste an. Sea Life gibt es hier auch noch. Okay, dann lass uns das mal anschauen. Sea Life. Was soll das sein? Boah, das ist eine Disco, Junge. Let's go. Tanzen wir ab, Junge. Let's go. Okay, Freunde, schauen wir uns das nächste Spiel an. Das ist ein bisschen sus, Leute. Ich gehe da mal rein. Hang out, wie viel Nico, Girl? What the? Was zum Geier, Leute? Okay. Ich bin echt gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Okay, wir sind hier in einem Raum. Ich gehe zu meinem Haus. So, ich fahre jetzt mit dem Auto einfach die Straße entlang. So, ganz entspannt, Leute. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Ich gehe mal ans Telefon. Mal schauen, mit wem ich dort schreibe. Okay, wer ist das denn? Keine Ahnung, wer das ist, Freunde. Egal. Ich bin hungrig. Ich sollte vielleicht hier vorne stehen bleiben und mir ein Sandwich kaufen. Oh, let's go. Sprechen wir mal mit Alex, Leute. Sandwiches are free. Ah, die sind heute kostenlos. Danke. Dann esse ich gleich eins direkt. So, Kuss, das werde ich. Danke, Alex. Und was ist das hier? Chloe. Lass mal mit Chloe auch ein bisschen sprechen. Genieße das kostenlose Wasser. Okay, danke. Hast du noch irgendwas anderes? Nein, ich habe nur eine Katzenspielzeug. Was kann dieses Katzenspielzeug? Ich sehe dich später. Hä? Was wollt ihr damit mir sagen? Ah, hier vorne ist ein Katzenspielzeug. Das kann ich kaufen, oder was? Gut für Nikos. Nee, das kaufe ich mir jetzt lieber nicht. Was will denn Alex? Alex hat irgendwas noch eben gesagt. Okay, Freunde, warte mal. Wer ist das hier vorne? Okay. Ich spreche mal mit der, Leute. Mal schauen, was passiert, Freunde. Hehehe, hi. Hi. Ich warte auf dich schon so lange. Auf was wartet sie, Freunde? Treff dich mit mir hinter McDonald's. Okay. Ich warte auf dich. Okay, dann gehe ich mal hinter den McDonald's, Leute. So, zack. Und ich gehe auch noch hier in mein Superauto. So, rein da. Wo ist McDonald's, Leute? Let's go, Freunde. Wir fahren mit unserer Karre zu McDonald's und mal schauen, was das Mädchen uns zeigen will. Yo, let's go. Hier ist ein verlassenes Haus oder sowas. Ist das das Richtige? Soll ich hier hingehen, Freunde? Ich weiß nicht ganz. Nee, das ist, glaube ich, das nicht. Ah, es ist dieses Haus. Dann lass mal hier reingehen. Hallo. Nico, Mädchen. Leute, ich check gar nichts. Hi. Du bist endlich hier. Uwu. Folge mir nach oben. Okay. Okay, Leute, was geht denn jetzt ab? Okay, geh nach oben, wenn du bereit bist. Was ist oben? Hehe, du wirst es vielleicht sehen. Du bist so lustig. Hä? Was geht bei all denen ab, Leute? Ich hab ein bisschen Angst. Nicht, dass du mich jetzt, hat die ein Messer hinter der Hand? Hinter dem Rücken? Oh nein, was hält die da in der Hand? Ich hab ein bisschen Angst, Freunde. Okay, ich spreche mal wieder mit der. Geh durch die Tür. Okay. Innen. Alter, was geht hier ab? Starte den Spaß, Junge. Leute, was meinen die? Was für einen Spaß sollen wir starten? Wir gehen jetzt ins Bett rein. Müssen dafür lange E drücken. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht. Leute, lasst mal jetzt alle Like da oben, Abo dafür, dass ich das überhaupt mache. Ich werd ein Trauma bekommen. Ich werde Albträume bekommen. Alles. Aber ich werde jetzt einfach da reingehen und... Junge. Fragezeichen. Hier ist GigaChat. Er hat eine Kamera auf mich gerichtet. Und er hat mich auf 4K erwischt, Leute, wie ich gerade mit einem Mädchen ins... Ihr wisst schon. Okay, wir verschwinden wieder. Das war alles nur ein Experiment, alles nur fürs Video. Das war nur für die Wissenschaft, Leute. Okay, dann lasst uns mal nochmal schauen, was das hier vorne ist. Horrorspiele. Okay, lass mal schauen, was es für Horrorspiele gibt, die anscheinend nur für 18-Jährige gedacht sind, Freunde. Nur für Erwachsene. Und kleine Kinder dürfen die anscheinend nicht spielen, weil die so gruselig sind. Lass mal direkt schauen, was das sein soll. Okay, lass uns nochmal anschauen, wie gruselig ein Spiel ist, was ab 18 Jahren ist, ein gruseliges Spiel. Okay, vorher sieht schon mal gruselig aus, was ist das denn? Jetzt geht's in eine Tür rein, okay. Und es geht in 12 Sekunden los. Okay, vorher würde ich sagen, ich bin echt gespannt, was hier jetzt passieren wird. Kennt ihr den Film Saw? Ich glaube, es ist ein Film, der ist ab 18 Jahre und da ist einfach so ein schrecklicher Clown, Leute, mit so einer Maske. Oh nein, wir werden teleportiert. Mal schauen, wie gruselig das ist. Mal schauen, ob wir jetzt uns richtig erschrecken werden. Eisbockfalle, drücke die Schalter herunter, bis jedes Licht grün wird, leben oder sterben, trifft deine Wahl. Oh nein.
Du hast uns hier hingebracht. Okay, wir müssen es schaffen, Leute. Was sollen wir machen? Da draufspringen? Okay, habe ich gemacht. Schieben. Verwenden. Ich check gar nichts. Da draufspringen. Ich folge einfach den anderen. Ah! Was ist jetzt passiert? Was habt ihr gemacht? Nein! Wie ist die da rübergekommen? Hä? Oh no. Oh no, 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 no. I can't hurt you by Atlantic. Ja, ihr habt's geschafft! Oh, doch nicht. Hä? Ich war doch fast drüber. Ernsthaft? Oh no. Oh no, no, no. Wow! Oh nein, ich hab meinen Arm verloren! Was? Ich hab meinen Arm verloren! Ich muss da durch! Wie kommen wir da durch, Leute? Schieben! Alter! Ist das eklig, Leute. Kein Wunder, dass es ab 18 ist. Guck mal, ich hab einfach meinen Arm verloren. Oh nein. Oh nein, Zeit abgelaufen. Wir haben verloren. Oh. Okay, Freunde, das war's auch jetzt mit dem 17 Plus. Ich bin komplett kaputt, Leute. Mein Kopf ist zerstört. Ich habe das alles nur für die Wissenschaft getan, damit ihr sehen könnt, wie dumm diese Spiele sind. Deshalb sind die einfach komplett unnötig zu spielen. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt das für einen Sinn gemacht hat, diese Spiele. Wir haben. Ach, egal. Ihr wisst ja, was passiert ist, Freunde. Lasst alle ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke. Und jetzt würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und checkt unbedingt am 1.12. um 17 Uhr unser Merch ab. Falls sich jemand was dort holt, Kuss geht raus. Schreibt mir dann auf Instagram, wäre richtig, richtig geil. Und werde ich euch auf jeden Fall in meiner Story markieren und euch zurückschreiben. Am 1.12. 17 Uhr. Ich gebe euch auf jeden Fall nochmal Updates, Leute. Und jetzt drückt auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird ein bisschen cooler als die, weil die war echt schrecklich. Mein Kopf ist kaputt.